die Gastruppe ist da. Uns wurde ja zugesagt, wir bekommen vorm Winter noch den Gasanschluss. Die Hausanschlüsse haben wir bereits gemacht. Und dann stockte es kurz, dann hatte ich mal nachgefragt, was los ist. Und heute steht die Truppe da, also es wird wirklich die Zusage umgesetzt. Wir bekommen wirklich für die Häuser hier einen festen Gasanschluss. Und das ist natürlich Aklitschner, super perfekt. Heute haben wir deutsches Wetter, es ist nasskalt, ich kann es nur schätzen, 10, 12 Grad. Und kein Wind, ihr seht, ist keine Bewegung auf dem Wasser, nichts. Und selbst bei dem Wetter ist das wirklich schön anzusehen. Und wie ihr seht, der Wasserspiegel ist super stabil. Durch den Regen hebt er sich ganz minimal. Ich schätze mal, Schwankungen sind hier 3-4 Zentimeter bis jetzt. Und bin mal gespannt, wie es im Frühjahr aussieht, wenn der schmelze. Da wird, denke ich mal, wesentlich mehr sein. Nehme ich mal mit zum Kanal. So, ihr seht jetzt hier, überall kommt das Grüne. Also Mutter Natur ist wirklich unverwüstlich. Und wenn ihr guckt, man sehen kann, wie klar das Wasser ist. Das geht ja hier gleich richtig steil runter. Der Überlauf, etwas mehr Wasser. Doch, freut mich. Funktioniert alles wie geplant. Heute kommt auch wieder Besuch, sind Ruhsparfreunde mit dabei, schon lange nicht gesehen. Und das ist natürlich dann ein schönes Ereignis mit, obwohl heute Großrallye mit Handwerkern ist. Und daher müssen wir dazwischen ein bisschen Zeit finden, das klappt aber schon. Ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist, aber ich denke mal, es wird ähnlich sein. Deutschland ist ja jetzt immer graues Wetter, so wie es jetzt gerade mal hier ist. Aber da müssen wir alle durch. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Start in die Woche. Hoffentlich ohne Stress. Und dass der Irrsinn der Welt langsam mal ein Ende findet. Jetzt stehe ich am Holzhaus hinten. Und ihr könnt da mal sehen, der Boden ist wie so eine Torte aufgebaut. Sind verschiedene Schichten, Ton, Mergel, Lehm und unten erstaunlich trocken. Und hier entlang vor zur Straße geht dann die Leitung durch, die wird dann durchgeschossen. So, jetzt haben sie ein Kopfloch, die drücken jetzt vom Prinzip nach vorne durch, kommt das Rohr ran und ziehen das zurück und schon ist die Gasleitung gezogen, ohne dass da das groß gebuddelt werden muss. Also so wie es in Deutschland auch gemacht wird. So, die Gasjungs sind heute wieder da. Hier liegt die Hauptgasleitung, da wo der junge Mann steht. Hier haben sie jetzt ein Rohr unterirdisch durchgezogen bis hin zur Einfahrt. Dort kommt ein Absperrschieber rein oder Kran, wie sie hier sagen. Und dann geht es weiter, da wo der Bagger steht, hinten die Trasse hoch, das haben sie gestern alles reingezogen. Und es geht da wirklich, so wie es zugesagt wurde, dem Finale entgegen und wir bekommen Gas. Ist eigentlich faszinierend. So, es wird am Haus 3 ringsrum die Erde abgetragen, hier kommt die Drainage noch rein. Und es wird hier am Zaun entlang eine Stützmauer gemacht, weil hier ja die Straße ist, damit es nichts irgendwie dann rüberdrückt und die Drainage, damit man wirklich eine vernünftige Entwässerung hat. Wieder im Haus 3. Sie fangen jetzt an mit den Fensterleibungen. Auch hier oben die Decke isolieren. Aber Zeit, weil es wirklich unangenehm kalt langsam wird. Richtig drin. Ja, wird Zeit, dass hier Wärme reinkommt. So, heute haben wir die Meldung, dass der Gasanschluss vollständig installiert wurde. Gas liegt an. Hier liegt das Holz für die Decke innen drin.
Hier haben sie heute angefangen aufzugraben. Hier werden auch noch Tiefenbohrungen gesetzt. Hier kommt eine Stützmauer hin, etwa einen Meter hoch, damit man den Höhenunterschied hier im Gelände vom Prinzip ausgleichen kann und nichts drückt. Geht bis zur Ecke. So, bis zur Ecke kann ich den Graben rein. So, bis dahin geht das. Und dann ist man auf der ganz sicheren Seite, dass es keinerlei Probleme mit Unterspülung oder irgendwas in der Richtung gibt. Und dann funktioniert das. Und Kolja ist kalt. So, Dimitri, unser Elektriker, der macht für das Haus 3 alles fertig. Ist wirklich ein ganz fleißiger, ein ganz ordentlicher. Kann ja mal kurz ran. Ihr seht auch, alles ABB. Sind viele Sachen verbaut worden, alles was deutsch ist, weil wir eine bestimmte Qualität haben wollen. Kostet nur leider eben hier doch jede Menge Geld. Also Fensterbänke haben sie auch mit hier unten drin. Das machen wir wieder mit, wie wir immer sagen, unserer Olsenbande, also sprich Sergei, Nikita und Valeri. Und die machen das wirklich sehr gut. Weil bei uns hat man das, wie es üblich ist, hier diese Kunststoffschaumleibung gemacht. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und sie bereiten das dementsprechend vernünftig vor. Vernünftige Eckschienen, es wird richtig winklig gemacht. Und dann ist das ein vernünftiges Ergebnis. Und dann bin ich damit auch super zufrieden. Wie ihr seht, ist bei uns alles grau. Deshalb sage ich immer, der Herbst ist deutsches Wetter. Grau, grau, grau. Zwischendurch Regen. Da hinten seht ihr ein bisschen die Sonne durchblitzen. Und das wechselt von hellgrau bis dunkelgrau. Es wird Zeit, dass der Frost kommt und dann ist wieder schön blauer Himmel und Sonnenschein. Aus 3 haben sie auch die Fallrohre weitestgehend installiert. Da mussten sie das Fallrohr seitlich entziehen, weil sie vergessen hatten, beim Auslauf oben zu bedenken, dass da die Terrasse ist und da will eigentlich keiner Wasser drauf haben. Wie man sieht, sind ja die deutsche Auswanderer, Patricia und Kevin, zum Urlaub, zur Erholung nach Ingolstadt gekommen und nutzen die Zeit auch hier am Jacksonsee, um ja, die Hunde ein bisschen abzukühlen. Wir haben jetzt wirklich ein tolles Wetter. Wir sind circa, jetzt vielleicht circa 17 Grad, aber es geht in Richtung 20 und gefühlt ist es viel wärmer. Die Brennholz kann man auch ein bisschen anders nutzen. So, Anfang vom neuen Video. Wie man sieht, ist alles trocken. Es hat wirklich doll geregnet. Morgen soll es nochmal regnen. Wir haben uns hier so eine Plattform gebaut, damit wir schön gerade und mit trockenem Fuß rund ums Wohnmobil laufen können und ins Haus. Und es ist nass. So, wir haben uns entschieden, um die 2 Tage durchzuwarten mit dem Dach, weil es regnen wird, werden wir mit der Delta-Folie jetzt diese vordere Wand schließen. Patricia macht gerade ein bisschen Ordnung. Es geht voran. So, wir haben extra eine rosa Folie genommen, die wir höchstwahrscheinlich den ganzen Winter sehen werden. Ist extra dafür, damit wir so schnell wie möglich die Fassade machen wollen. So, ein kleiner Windschutz rundherum, erste Schicht gemacht. So, wir haben die freie Zeit beim Wetter genutzt, um 7 Platten zu schneiden auf 30 cm. Das sind 22er USB-Platten und die nutzen wir als Stirnbrett hier. Diese Wand haben wir schon mit Delta-Folie, schön rosa, und die Versteifung mit nennen wir das Rispelwand. Relativ dünn, aber auf jeden Fall bessere Stabilität als gar nichts. Da drauf kommt ja sowieso noch 9er USB, also nichts Stabilität von der Wand haben wir gewährleistet. Es kommen noch viele Versteifungen, aber ja, erstmal sieht es so aus. So werden wir das hier auf alle Wände. So, wir sind dabei, jetzt die 2. Schicht zu montieren. Es ist eine 9 mm USB-Platte und die wird vollflächig hier verschraubt und sieht gut aus. Wegen Frost können wir leider nicht aufs Dach, also ein bisschen abwarten, bis die Sonne rauskommt. Ja, das wäre Lebensmüde. So, die Membrane habe ich auch jetzt vorbereitet für die Stirnbretter.
warm jetzt, ca. minus 2 Grad. Die ganze Vertäfelung, ganze OSB, die ganzen Platten sind drauf. Jetzt muss man die Zuschnitte noch machen. So, ich habe hier alles gerade verschraubt. Es sind ca. 3000 Schrauben. Jetzt werden wir die Ränder abschneiden und gerade schneiden. Es wird leider sehr schnell dunkel. Wir haben alle Ränder geschnitten, haben schon die erste Schicht Schweißband verteilt. Jetzt werden wir die verlegen. Fritzi hat gerade jetzt ca. 10 Uhr abends die ganze erste Schicht fertig getackert. Die wird noch morgen genagelt. Aber erstmal haben wir eine wasserdichte Oberfläche. Um uns ein bisschen mehr Platz zu schaffen, haben wir oben die Bretter gelagert. Die können auch ganz schön hier trocken gelagert werden. Und gleichzeitig haben wir ein Gerüst. So, wie man sieht, haben wir die Seite schon hier zugeschnitten. Man muss die Ecken nochmal markieren und zuschneiden. Ja, ist sehr umständlich, von oben alles zu markieren, um die Balken zu kürzen. Aber es geht voran. Heute machen wir das Stirnbrett noch. So, wir fangen jetzt an, die Stirnbretter anzubringen. Die Folie, die Membrane, auch schön rosa oder Fuchsia, wie man es nennen will, pink, wird hier einfach umgewickelt, dann getackert und das alles so rundherum. Ja, sieht schon langsam bisschen stabiler aus. Sind wir auf dem Dach, machen die Stehenbretter, so sieht es aus. Ja, war wirklich eine tolle Sicht. Und ja, nicht heiß, nicht kalt, es geht. Eine Seite ist fertig, schön rosa, also so wie es sein sollte. Ja, und jetzt machen wir die nächsten. So, die Seite von der Eingangstür ist auch schon fertig. Vorne vom Gartenseite sind wir ja in der Hälfte schon fast. So, alle Stirnbretter sind fertig. Wieder Frost, also müssen wir kurz abwarten, um aufs Dach zu gehen. Und jetzt machen wir die Schweißbahnarbeiten fertig. Wir sind jetzt gerade dabei, die Schweißbahnarbeiten auszuführen. Leider muss ich die Oberfläche ein bisschen trocknen immer wieder. Ja, aber das Wetter spielt mit. Also langsam wird die Fläche hier trocken und man kann weiter arbeiten. Bei den Schweißarbeiten geht es voran. Das Wetter will morgen regnen, also müssen wir uns beeilen. So, wie man sieht, haben wir die ganze 270 Quadratmeter Schweißband verlegt. Patricia hat sie da gemacht, sie hat nur zugeguckt. Ja, die ist noch nicht geklebt. Leider könnten wir das uns nicht erlauben, weil es immer zwischendurch regnet und gleich auch wieder regnen soll. Deswegen haben wir uns entschieden, so wie man hier sieht, alles zu nageln. Und ja, Schweißband kommt drauf und dann muss man sich die Mühe machen und die Verbindung einfach verschweißen. Ob das fachgerecht ist oder nicht, lasse ich unter Fragezeichen. Aber das ist das Haus für uns hier. Es ist irrelevant. Es ist fachgerecht laut uns gemacht.